Und es geht los. Jetzt müssen wir mal schauen. Also ich fahre ja bei solchen allgemein bei den Karten gerne gleich vorne in den Punkt rein. Bin mal gespannt, ob das hier auch gemacht wird. Infanterie wird direkt vom Lux begleitet. Da hinten sehen wir noch den P4. Okay, hier wird angehalten. Warum wird hier angehalten? Die beiden bauen eine Garnison. Das ist soweit klar. Also hier wird die Garnison jetzt gebaut. Aber warum hier angehalten wurden, ist mir nicht ganz klar. Das ist eigentlich ein Verlust in ein paar Sekunden. Weil die Leute könnten eigentlich auch aussteigen, ohne dass angehalten werden muss, so wie es hier gerade gemacht wurde. Da wird der erste OP wahrscheinlich gestellt. Südlichere Rand wird von den 38er angekappt. Jetzt hat die Kontrolle Jägergruppe übernommen. Sie sind auch schon im Bunker. Oh! Oh, 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 oh. Pop them booty, bitch! Das tat richtig weh. Da hat scheinbar ein Artilleriegeschütz direkt den Laster getroffen. Aua, aua, ha. Die Jägergruppe hatte hier den definitiv besseren Start. Hat sich den Punkt gesichert, zumindest den Hardcap. Ist mit 2, 4, 5 Leuten im Hardcap drin. Die Leute, die hier jetzt in den Gräben rumrennen, die sind dreimal so viel wert. Und hier rennt einer übers Offene, warum auch immer. Man müsste eigentlich wissen, dass das hier alles gerade unter Sicht ist. Kampfgruppe Lazarus spielt zusammen mit der 38. Die haben sich jetzt hier den Osten gesichert. So wie ich es gesagt habe, Osten ist wichtig. Wir sehen auch, oh, mit 4 Panzern sind sie unterwegs. Das habe ich ja noch gar nie nicht gesehen. Hier drüben die Jägergruppe im Westen viel, viel stärker vertreten. Sie haben sich die Gebäude geschnappt, die ich vorhin mal angesprochen hatte. Also wir sind jetzt gerade hier in dem Bereich. Ist und Jägergruppe. Und jetzt bin ich mal gespannt. Lux steht hier mitten auf dem Punkt, hält in die Gräben rein. Da ist aber nicht allzu viel zu holen momentan. Aber mit 4 Panzern sind die 38er hier angerückt. 2 sind scheinbar schon geplatzt. Ne, einer steht hier, einer haben wir hier. 3 Panzer noch übrig, da ist gerade der Lux geplatzt wahrscheinlich. Ja, das war's mit dem Lux. Dadurch dezimiert auf 2. P4 ist hier drüben irgendwo. Wo haben wir denn? P4, lieber P4, wo ist er? Bin ich jetzt blind? Genau unter mir. Da ist er. Oh, da hat's ihn zerlegt. Also wir sehen, Jägergruppe ist hier ziemlich gut aufgestellt, wird aber durch die 38. hier kontrolliert. Ich schätze mal, momentan werden sie hier keinen Fuß fassen können groß, sondern nur ihre Stellung halten. Hier 38. Doc und Lazarus ziemlich weit im Westen unterwegs. Versuchen jetzt hinten zu umlaufen, um den Punkt von hinten aufräumen zu können. Wie gesagt, sehr, sehr viel offenes Gelände. Man sieht es hier in der Übersicht. Der Punkt ist eigentlich von offenen Feldern umgeben. Man hat jetzt nur hier eine ganz kleine Baumgruppe, wo man arbeiten kann. Und auf der Karte sieht man es.
Die 38. ist über in den Bäumen und an den Büschen und Mauern unterwegs. Eski. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Versucht sich jetzt hier ranzumachen an diese Baumgruppe. Was natürlich extrem wichtig ist, hier ballert gerade wahrscheinlich noch die Artillerie von der Jägergruppe rein, um die Kampfgruppe Lazarus hier rauszutreiben. Und Eis hat ihn geholt. Erster Angriff auf diese Flanke vereitelt. Und wie gesagt, es ist wichtig, man sieht es hier, zwei Mann halten von dieser Flanke aus schön drauf. Die verhindern im Moment. Jetzt mal gucken, ob das auch noch funktioniert mit meinem Malkasten. So. Malkasten mal kurz aufmachen. So, man sieht es jetzt hier, dass in dem Bereich hier Feuer von dieser Flanke aus, von Knetter, eröffnet werden kann. Das heißt, wenn hier irgendwas langläuft, sieht er das und kann es kontrollieren. Deshalb ist diese Position extrem wichtig. Da hat es wohl jemand zerlegt. Ups. Das war der falsche Knopf. So, dann springen wir wieder zurück. Der Punkt ist mittlerweile in Hand von der Jägergruppe. Also ich vermute mal stark, dass es nicht dazu kommen wird, in 30 Minuten ein 5-0 zu erreichen wieder. Wie sie es schon mal geschafft hatten. Die Kampfgruppe Lazarus, die 38er Dog TP und die 19. Panzerdivision, glaube ich, die zusammenspielen, haben aber zumindest ihre Position behauptet, haben sich nicht zurückdrängen lassen. Jetzt kommt es meiner Meinung nach am meisten darauf an, was hier auf dieser westlichen Flanke passiert. Hier sollten die 38er definitiv richtig Druck machen, eventuell auch die Artillerie hierher verlegen, damit dieser Teil unter ihre Kontrolle kommt. Weil wenn sie das schaffen würden, könnten sie hier über diese Baumlinie von hinten an den Punkt ranreichen. Also das wäre eigentlich jetzt sehr wichtig, dass sie das schaffen. Und wenn sie diesen Teil unter Kontrolle haben, könnten sie mit der Artillerie hier die Gräben beschießen, dass die sich da nicht mehr raustrauen können und dann Stück für Stück an den Punkt rankommen. Aber man sieht, sehr, sehr großräumig wird hier umlaufen. Schulz und Siegfried hier ziemlich weit im Südwesten unterwegs. Jetzt ist die Frage, was sie da machen werden. Hier kommt der erste 76er angerollt, der natürlich ziemlich weit hinten stehen bleiben kann und über große Distanzen feuern kann. Hier im Osten, da wird gerade was behakt. Auch schon, ein 75er ist hier noch. Wo ist denn die Panzerunterstützung? Hier. Panther müsste hier irgendwo stehen, fahren. Da, okay, Tiger. Achso, Panther dürfen sie nicht spielen, weil sie nach ECL-Regeln spielen. In der ECL ist es nicht erlaubt, mit einem Panther rumzudüsen, weil der einfach OP ist momentan. Deshalb ein Tiger, kein Panther. Der 75er wechselt jetzt die Flanke rüber zum 76er. Stellt sich jetzt hier hin und hilft der Infanterie.
Aber man sieht Sergeant Kolamix und Oberst Stock, was auch immer. Schade, dass die Namen nicht ausgeschrieben werden. Haben sich schon hinter die feindlichen Linien gesneakt. Und hoffentlich räumen sie jetzt hier auf. Schade, Kolamix hat es erwischt. Da sind wir wieder bei dem Thema, sobald der Caster auf jemanden drauf geht, stirbt er. Dann gehen wir mal von Obersten weg, damit er noch eine Überlebenschance hat. Hier sehen wir jetzt, was nicht hätte passieren dürfen. Die Jäger Group hat hier den Osten gewonnen, ist vorgerückt. Normalerweise hätte, also jetzt müssen die 38er hier den Teil auf jeden Fall verteidigen. Wenn sie das auch nicht schaffen, wird es sehr, sehr eng für sie. Eigentlich hätten sie hier den Teil nicht aufgeben dürfen und genauso wenig hier diesen Teil. Die wären extrem wichtig gewesen zu halten, um weiter Druck auf den mittleren Punkt zu machen. Aber sie haben ja noch Chancen. Das Spiel geht noch lang. Wir haben erst die ersten 15 Minuten um. Grüß dich, Nala. Willkommen im Endteich. Auch du, herzlich willkommen, One. So, jetzt kommt es darauf an. Hier muss gehalten werden. Hier müsste jetzt eigentlich von den 38er an dieser Linie mehr reingeworfen werden, dass hier nicht noch mehr Gelände, als eh schon verloren ist, verloren geht. Momentan sieht es relativ gut aus, aber die müssen natürlich jetzt die Jäger Group wieder wegkriegen von den Gräben und von dem Wald, dass die Jäger Group wieder auf dem Offenen steht. Hier im Westen haben die das auch geschafft. Die Jäger Group hat sich hier behauptet. Und hier wird es jetzt auch spannend, wie die Jäger Group vorwärts geht. Wir haben gerade gesehen, Fabrik Kopu wurde eingenommen, weil einfach ein paar Leute hinten gefehlt haben von den 38ern. Wurde aber gleich ausgeglichen. Wir sehen, dass die Leute hier hinter diesen Heuballen sich postieren, um die offenen Felder hier im Blick zu behalten. Grimald von der Jäger Group sneakt sich hier hinten lang. Eigentlich müsste hier auch jemand von den 38ern stehen. Hier im Wald jemand postiert werden, der die Straße und das Feld hier beobachtet und eben im Falle eines Falles Verstärkung holen kann. So, hier der Punkt ist erstmal safe für die Jäger Group. Oberst, ich weiß nicht, lebt der immer noch oder... Ah, schon wieder drauf und tot. Es tut mir leid, es tut mir leid. So, die Jäger Group hat sich gut, sehr gut vorgearbeitet. Da hören wir den Lux wieder ballern. Unterstützt vom Tiger. Bin mir jetzt nicht ganz sicher, warum die beide auf dieselbe Stelle zielen. Eigentlich könnte einer hier auf die Straße fahren und hier rüber unterstützen. Also die Jäger Group macht es richtig gut. Die holt sich einen Punkt, also einen Punkt, wo sie sich hinsetzen können und Deckung haben nach dem anderen. Ich meine, die 38er hatten die Möglichkeit, vielleicht nicht auf den Punkt vorzurücken, aber sie hätten, wenn man sich das mal anschaut, wie viel freies Gelände hier drumherum ist. Das ist Wahnsinn. Das alles hier hätte eigentlich so der Bereich
hätte von den 38ern kontrolliert und niemals aufgegeben. Und dann wäre das auch nicht passiert, was hier gerade so passiert, dass einzelne Leute jetzt übers offene Feld, klar, weil keine Gegenwehr mehr da ist. Aber von diesen Positionen aus kann man das gesamte Gebiet gut bearbeiten. Da sehen wir gerade, dass ein Squad sich langsam von hinten anschleicht. Kampfgruppe Lazarus unterstützt die 38er. Haben es geschafft, in den Süden zu kommen. Jetzt ist natürlich die Frage, schaffen sie es, die Garnison und eventuell die OPs rauszuholen von der Jägergrube. Also hier sehen wir, haben wir gerade gesehen, kam einer durch. Hier steht irgendwo ein OP. Da haben wir ihn. So, der wäre wichtig, den mal rauszunehmen. Monte Gusto ist schon mehrmals aufgefallen in den Games, die ich gecastet hab. Mal schauen, ob es diesmal wieder ein... Oh. Er wurde auf jeden Fall gesehen. Rocket kam in seine Richtung. Wenn die Kommunikation stimmt innerhalb der Jäger Group, wird... Ich wollte gerade sagen, dass er im Gesicht gleich umdrehen, aber scheinbar war es nix. Monte Gusto immer noch am Arbeiten, wird aber wahrscheinlich gleich von Norby rausgenommen. Ah, nein. Nein, Monte Gusto räumt auf. Nice, er kann sich behaupten. Sehr wichtig, wenn er jetzt schafft, sich vorzuarbeiten, was er auch gleich macht, kann er definitiv hier drüben den OP rausnehmen. Oh, schade. Und wo ist er denn jetzt erwischt worden? Mokleff? Schade. War ziemlich nah am OP dran. Wäre ein gutes Game gewesen. Hier sehen wir wenig los an den offenen Bereichen. Hier, dieser Punkt meiner Meinung nach, hätte diesen Gebäudekomplex hätte man nicht aufgeben dürfen. Also man hätte sich hier definitiv einarbeiten müssen, gucken, dass man in dem Bereich hier wieder eine Verteidigungslinie aufbaut, sich nicht zu weit zurückfallen lässt. Hoppa. So. Weil so kriegt die Jägergruppe immer mehr Boden, kann immer mehr OPs weiter nach vorne setzen, Garnis setzen und zieht die Schlinge immer enger. Hier drüben haben wir noch das Sniper Squad unterwegs. Deren Aufgabe wird es jetzt auf jeden Fall sein, hier diesen Bereich zu säubern, die Garni zu finden, rauszunehmen, OPs rausnehmen von hinten. Was natürlich immer schwierig ist bei solchen Karten, die sehr viel Freifläche haben. Es ist natürlich immer sehr leicht, da dann den Überblick zu behalten, wenn man nicht so viele Punkte beobachten muss. Aber das, was hier entstanden ist, das wundert mich. Haben sie sehr gut gemacht. Also sie setzen weiterhin den mittleren Punkt unter Druck. Die Jägerdivision, Jägergroup kann nicht alles aus dem Punkt rausziehen. Sie muss definitiv ein bis zwei Squads hinten lassen, um den Punkt zu verteidigen. Also das haben die 38er sehr gut gemacht. Haben jetzt im Osten eine Front wieder aufgemacht. Jetzt ist die Frage, wo ist eigentlich der OP hier? Okay, wir haben eine OP und eine Garni hier drüben. Das ist schon mal nicht ganz verkehrt, auch wenn die gerade gesperrt ist. Hier fährt gerade ein Lux an. Rex, auch dir herzlich willkommen im Endteich. Wünsche viel Spaß.
So, die Garni ist auf jeden Fall nicht aufgeflogen, die hier steht. Das ist komisch. Also, ich würde auf jeden Fall als Jäger-Crew auf jeden Fall hier jemanden postieren, der danach guckt oder selber eine Garni aufstellen in dem Bereich. Jetzt ist er auch wieder grün geworden, das heißt, hier kann wieder gespawnt werden. Wir haben hier vorne noch einen OP stehen. Von 70er ist hier auch unterwegs. Also hier haben wir den OP stehen. Oh. Also die Seite ist jetzt definitiv verbrannt. Jäger Group hat sich darauf eingestellt. Da werden sie jetzt keinen Stich mehr machen. Jetzt ist auch gerade die Garni weg. Also sie wurde gefunden und eliminiert. Jetzt wird es interessant. Ja, hier drüben haben sie sich doch nochmal nett eingerichtet, aber werden vom 75er zerschossen. Pinguin wäre gut, wenn er überlebt als Squad-Lead. Wenn der Panzer es schafft, den OP hier rauszuschießen, geht er vielleicht davon aus, dass dann nichts mehr ist. Naja, leider hat sie ihn jetzt auch erwischt. Und da... Oh, da kommt nochmal... Oh. Sergeant Golamix! Nice! Sehr nice! Hat nochmal überlebt. Aber wichtiger wäre es gewesen, wenn an dieser Stelle jetzt der Squad-Lead am Leben gewesen wäre für einen neuen OP. So, dann war es das jetzt hier auch an dieser Stelle. Man muss einfach sagen, die Jäger-Crew hat das wirklich gut gemacht. Jäger-Crew hat sich einmal hier auf der Westseite schon entlang aufgestellt, hat hier ein OP. Unterstützung vom 76er, der da drüben auf dem Feld steht. Steht dem Tiger gerade gegenüber. Jetzt bin ich mal gespannt. Macht da noch jemand was? Ist da noch jemand im Leben, am Leben? Ich glaube, da lebt noch zwei, sind noch drin. Oh, da hat es gerade den zweiten Hit gegeben von hinten. Tarkin ist ausgestiegen, hat ihn rausgeholt, will reparieren. Schafft es nicht. Eine Satchel ist aber, glaube ich, nicht dran. So, jetzt kriegt der Tiger Unterstützung von den 38ern da hinten. Löhlein, Beam und Pure Milk. Oh, jetzt kriegt er 76er aber eingeschenkt. Zieht sich zurück. Oh, sehr schön. Pop them booty, bitch. Und da ist ein 76er rausgekommen. Ich habe eigentlich gedacht, der Tiger hat... nice Rocket. Der Tiger würde platzen, aber nein. Er hat Unterstützung bekommen von einem zweiten Tiger. Sehr schön. 76er wurde ausgeräuchert. Jetzt müsste eigentlich der Push hier drüben auf der Westflanke kommen, um den Feind hier von diesem Häuschen wegzubekommen und im gleichen Zug hier den Bereich zu säubern, damit die Westflanke wieder unter Kontrolle ist. Hier hat sich die Jägerdivision mittlerweile ziemlich weit wieder vorgekämpft. Die 38er haben sich die relativ weit zurückgezogen. Ich sag mal, sie müssen Feuer auch nicht unbedingt halten. Was man jetzt natürlich machen könnte, ist den Feind weiter rankommen zu lassen. So, zeichnen, so. Wichtig ist natürlich dann jetzt hier dieser Teil, dass der definitiv in Hand der 38er bleibt. Man könnte da bei gucken,
dass die Jägergruppe hier den Teil besetzen darf. Dadurch natürlich weiter vorrückt, immer mehr Leute hierher holt. Und der Punkt hinten in der Mitte dadurch geschwächt wird. Kann man durchaus machen, aber ist risky. Und man braucht... Oh, man hat hier Doc Gecko. Oh, jetzt... Ah, schade. Und wieder, kaum sieht man jemanden, guckt jemand an, stirbt er. Jeepers hat ihn weggeholt. Das wäre jetzt natürlich ein Mega-Play gewesen, wenn er hier durchgekommen wäre und irgendwo hier in dem Bereich einen OP gesetzt hätte. Ich weiß nicht, ob hier eine Garni steht. Ne, eine Garni steht hier nicht. Aber das wäre natürlich richtig gut geworden für die 38er, wenn sie hier einen Offizier mit einem OP reinkriegen, weil dann können sofort 5 Leute nachspawnen mit 6 Leuten im Hardcap drin. Bedeutet, man hat 6, 12, 18 Mannstärke im Punkt zum Cappen. Und dadurch wäre die Jägergruppe auf jeden Fall dazu gezwungen, Leute wieder nach hinten zu holen. Und die 38er hätten sich Luft verschafft, um wieder die Flanken zu besetzen. Es ist nicht so ganz, was hier der Gameplan von den 38ern ist. Taimun als einzigster noch in Feu drin. Enzo rückt auch nach. Baraluk greift an, trifft gleich auf Raven. Raven sieht ihn, glaube ich, gar nicht. Oh, Raven. Oh, wow, wow, wow. Das war nicht sehr schön. Und ich glaube, dieser Punkt könnte gleich auch noch fallen. Also wieder die Jägergruppe sehr gut gemacht. Hat sich den Bereich hier gesichert. Kann von hier aus rein. Hat sich voll gesichert. Und konnte sogar, was ich echt unfassbar finde, hier über diesen Weg, wo nicht wirklich viel Deckung ist, nach vorne kommen. Hier haben wir die Garni stehen. Die wird jetzt gleich weg sein und damit wird der Punkt auch verloren sein. Lazy Lawyer Girl, grüß dich und deine brennenden Pilze. Was macht denn der Stuart da? Ja, Garni dürfte, glaube ich, hier weg sein. Ja. Schlechtes Garni-Management, würde ich jetzt mal behaupten. Wir haben hier eine. Gut, die zum Angreifen ist okay. Und Feu sowieso gut. Die ist eigentlich auch gut, aber hier ist zu wenig, ne? Also eigentlich müsste hier in dem Bereich eine Garni stehen. Die wurde gerade rausgenommen, kann man nichts sagen. Dann müsste hier noch eine Garni stehen und eventuell hier. Naja, gut. Die beiden Tiger kommen jetzt zurück. Die können natürlich jetzt nochmal hier einiges reißen, wenn sie da reinfahren. Hat es einen erwischt. Pop them booty, bitch. Der wurde sogar von einem Erzähler rausgenommen. Ja, wie hörst du das? Ich hab dir deinen Sound geklaut. Nur der twerkende Geist, den habe ich nicht gefunden. So. Kampfgruppe Lazarus 38. rücken hier wieder in Feu ein. Die werden den Punkt allerdings verlieren. Commander hat es gerade auch erwischt. Wir haben noch einen Tiger hier auf der Flanke stehen, der aber momentan, glaube ich, nicht allzu viel ausmacht. Hier kommen die Vorräte runter. Einmal von den Deutschen, einmal von den Amis. Jetzt ist die Frage, wie gehen sie weiter vor? Straße nach Rekonje, ich weiß gar nicht, wie man das ausspricht. Sind auch schon die ersten Leute von der Jägergruppe drin.
werden natürlich jetzt hier nicht viel machen können. Wir haben hier jetzt dann wieder den Bereich, der eigentlich von den 38er gehalten werden muss, um jeden Preis. Hier, hoppla, falsche Taste. So, hier rücken gerade die Jägergruppe nach. Das heißt, hier muss definitiv dicht gemacht werden von den 38ern, dass da keiner mehr durchkommt. Dass sie nur noch das offene Feld haben. Das wäre extrem wichtig. Genauso wie hier drüben dieser Hof, der muss auch unter der Kontrolle bleiben. Und dann kann man den Angriff vorne wieder neu aufbauen, was ja hier relativ gut gemacht wird. Poi ist zum Großteil unter Kontrolle von der von den 38ern. Es sieht sogar ganz gut aus, dass sie diesen Punkt wieder zurückholen. Wenn sie jetzt nicht von hinten aufgeräumt werden, von Nutscracker, Jeepers und Mokle, Svensson hält schön rein. Der erste 38er, Mr. Chris, ist schon im Punkt drin. Und er holt Norby raus. Sehr schön. Eventuell hat er auch ein paar OPs rausbekommen. Die 38er rücken sofort nach. Gute Arbeit. Jetzt müssen sie gucken, dass sie den Süden hier von der Fabrik einnehmen, halten und möglichst die Leute hier wieder rausdrücken. Kavun ist raus. Mikle wird noch nicht gesehen. Magnai, ich weiß nicht, wie man ihn ausspricht. Gegen Schrot. Schrot geht drauf. Das war's, glaube ich, dann schon fast mit diesem Angriff. Only Jesus ist jetzt gerade auch rausgenommen worden von der Seite. Knetter hält noch als einzigster die Stellung, aber ich glaube nicht, dass er jetzt so viel hier ausrichten wird können. Ah, Serge hat er rausgenommen. Er sorgt auf jeden Fall dafür, dass hier nochmal ein bisschen Ärger gemacht wird. Aber wenn wir weiter rauszoomen, sehen wir, es bimmelt von Leuten der Jägergroup hier drumherum. Heu ist wieder größtenteils in Hand von der Jägergroup. Und jetzt beginnt wahrscheinlich auch der Angriff auf den letzten Punkt. Wir sehen das, was ich eben gemeint hatte, dass hier dieses Waldstück jetzt zur Hauptkampflinie wird. Wir haben hier wieder 4 Panzer, 2x P4, einmal Tiger, einmal Lux, die sich hier nordöstlich aufstellen. Wo sind sie? Nee. Hier. Hier sind alle auf offenem Feld. Lux, P4, Tiger. Dann ist nochmal der nächste P4. Er schließt sich mir jetzt nicht so ganz, warum die alle so nah beieinander stehen, ob die sich gegenseitig Deckung geben sollen. Ich hätte wahrscheinlich eher geguckt, dass die sich ein bisschen aufteilen. Vielleicht hier einer hin, hier, hier und dann weiter im Osten nochmal. Dass sie einfach mehr abdecken. Man sieht es jetzt hier schon wieder, was hier für eine Konzentration von der Jägergruppe ist. Wenn da hinten ein Panzer stehen würde, wäre das mit Sicherheit nicht schlecht. Aber das ist nur meine Einschätzung. Vielleicht liege ich auch falsch. Hier haben wir auf jeden Fall das jetzt gut aufgestellt von der 38. Sie verteidigen hier diesen Platz, lassen dann niemanden entlang, beziehungsweise falls jemand durch den Smoke kommen sollte, wird er gleich abgefangen. Sie gucken,
dass sie hier von der Seite aus Schussfeld haben. Hier rüber auf die Mauer. Dass da nichts kommen kann. Und sollten hier eventuell sogar versuchen auszubrechen. Monte Gusto leckt sich mit dem MG auf die Ecke. Hat auch gerade hier jemanden erwischt. Oh, hier haben wir eine Garnison. Das ist die Frage, hat Monte Gusto es gesehen? Also er aimt auf jeden Fall schon mal gut ab. Das ist super wichtig. Dass von der Seite aus erstmal kein Angriff erfolgen kann. Die 38er haben es einigermaßen im Griff jetzt, die Verteidigung, haben sich wieder gesammelt. Haben die richtigen Positionen besetzt. Schulz und Breer da hinten machen auch noch ein bisschen Verteidigungsarbeit, dass es hier in dem Bereich zumindest safe bleibt. Hier haben wir Oberst Stockwehr. Okay. Der wird jetzt dann wahrscheinlich eine Garni bauen demnächst. Sobald er die zweiten Supplies hat. Im roten Bereich braucht man 100 Supplies. Ein Supplier kann immer 50 abwerfen. Das heißt, man braucht zwei Suppliers, die was hinlegen. Dann kann eine Garnison gebaut werden. Richtiger Move hier. Im Rücken von der Jägergroup eine Garnison aufzubauen und dann hat man auch wieder mehr taktische Möglichkeiten, kann auch die Fabrik wieder angreifen gehen, darf natürlich aber in dem Zuge die Verteidigung nicht vernachlässigen. Also das ist immer ein schwieriges Einschätzen, wie viele Leute zieht man aus der Verteidigung raus, um den Angriff zu unterstützen. Also wir sehen hier die Jägergroup, die hat massiv viele Leute hier vorne. Da kommt ein Bombing Run von der Jägergroup durch, um das Fortschreiten hier vorne durchzusetzen. Und wir sehen auch, der letzte Punkt wird angekappt. Die Garnison steht noch. Wir haben noch eine Halbkette da, ist es noch nichts verloren. Gute Vorbereitung in der Verteidigung, auch wenn der Bombing Run extrem wehgetan hat. Hier rücken jetzt die ganzen Leute an den Wald ran. Mit Unterstützung von einem 76er. Das sieht nicht gut aus. Aber jetzt hat die Jägergroup es geschafft, hatte ja auch nochmal einen 76er, also zwei 76er hier vorne mit drin. Die 38er haben jetzt den Vorteil, den sie bisher hatten, nämlich den Wald zu halten und den Feind auf offenem Gelände bekämpfen zu können, verloren. Der Feind ist an den Wald rangerückt. Sie fangen jetzt auch wieder an zu cappen. Feind ist aber noch nicht im Hardcap. Wichtig wäre es jetzt, dass die 38er es schaffen, mehr Leute in den Hardcap zu stellen, also direkt in diesen schwarzen Kreis rein, damit sie wieder eine Übermacht gewinnen. Es wurde wieder contested, die 38er Captain zurück. Gut gemacht hier. Angriff aus Süden ist zum Erliegen gekommen von der Jägergroup, aber sie sind hier an dem Waldstück angekommen und werden sich wahrscheinlich auch nicht so leicht hier vertreiben lassen. Jetzt wäre es natürlich wichtig, dass eventuell die Artillerie hier richtig reinballert und die ganzen Leute von der Jägergroup wieder nach hinten beordert. Schade, schade. Sieht so aus, als wenn das Ganze gelaufen wäre. Ich meine, gut, sie können jetzt nochmal hinten eine Spawnwelle in der Dicke durchdrücken. Aber jetzt ist es eigentlich fast schon zu spät. Hier alles, was sich gerade in Feu befindet, hätte sich schon längst versetzen müssen und nach hinten kommen müssen. Ich
wage mal zu behaupten, dass es das jetzt war, trotz dieser Spawnwelle. Weil jetzt hat die Jägergroup den Hardcap für sich. Hier kommt nochmal ein Bombing Run, der wird aber nicht viel nützen, weil er falsch gesetzt ist. Der Feind ist schon so dermaßen nah dran. Sie hätten eigentlich direkt vor sich den Bombing Run durchgehen lassen müssen. Und damit war es das. Die Jägergroup gewinnt nicht. Da kommt nochmal eine Spawnwelle durch. An der Half-Track. Ah, schade. Hat nur kurz gewirkt, hat nur kurz gewirkt. Tja, damit war es das. Nachhinein ihre Stats mal kurz, ihre Stats noch ein bisschen anschauen können. Das Video anhalten. Auch nochmal hier kurz durchgehen. So. Die Altmodel ist mir nicht ganz klar. Das ist eigentlich ein Verlust von ein paar Sekunden. Weil die Leute könnten eigentlich auch aussteigen, ohne dass angehalten werden muss, so wie es hier gerade gemacht wurde. Da wird der erste OP wahrscheinlich gestellt. Südlicher Rand wird von den 38er angekappt. Jetzt hat die Kontrolle Jägergruppe übernommen. Sie sind auch schon eine Bank. Oh! Oh, 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 oh. Das tat richtig weh. Da hat scheinbar ein Artilleriegeschütz direkt den Laster getroffen. Aua, aua, ha. Die Jägergruppe hatte hier den definitiv besseren Start.